Ische mein Holz, ische mein Holz. Ja, Freunde der Nacht, da bin ich wieder, euer Sibi von Sibi Like Trains. Unser Holz ist da. Und das heißt im Umkehrschluss, ich kann anfangen zu bauen. Freue ich mich drauf. Lasst euch natürlich dran teilhaben und zeige euch gleich mal mein Holz. Und dann sehen wir uns gleich mal morgen. Macht's gut, bis gleich. Ciao, ciao. Da liegt es schon, das gute Holz. Das muss jetzt nur noch irgendwie zusammengebaut werden. Und dann will ich hoffen, dass wir dann bald mal anfangen können zu bauen. Da hinten stehen meine Stempel. Die werden dann natürlich auf Länge noch gesägt. Und dann ja, kann es losgehen. Heute in meinem dritten Video stelle ich euch den Holzbau vor. Ich habe also mein Holz endlich bekommen. Habe das Holz vom Tumbaumarkt geholt bei uns in der Region. Und habe das bestellen müssen, weil die Tischlerplatte leider nicht da war in der Größe, die ich sie haben brauchte. Habe eine 18 mm Tischlerplatte bestellt. Und die ist nicht da gewesen, haben sie bestellt. Dann habe ich nach 2 Wochen mal angerufen, habe gesagt, hier Leute, wie sieht es denn aus? Habt ihr den Baum noch erst pflanzen müssen für diese Platte oder wie sieht er aus? Ja, und dann hieß es dann, ja, die haben wohl Schwierigkeiten mit der Lieferung. 2 Tage später nochmal angerufen, da hieß es auf einmal, das war gestern Abend, die Platte ist gar nicht erst bestellt worden. Ich natürlich schon wieder so eine Krawatte. Und ja, was willst du machen? Stunden später rief der an, der Mann vom Zuschnitt, und sagte, Herr Siebers, Ihre Platte ist fertig. Ich habe aus den Restbeständen, die wir noch hatten, die ganzen Sachen rausgekriegt. Und siehe da, es geht. Dann hat man mir freundlicherweise, weil das Ganze so ein bisschen hin und her gelaufen ist und über seit 2,5 Wochen läuft, 50% Rabatt gelassen. 50%. Und ich finde, das sollte man einfach mal erwähnen. Tumbaumarkt, das ist klasse. So kann das laufen. So geht man mit Kunden um und auch hält man sie so. Ist am Anfang ein bisschen schwierig, weil man ein bisschen böse ist. Ja, aber geht. Okay. Jetzt, meine Freunde, machen wir erst, weil ich noch keine Kappsäge habe, machen wir die Flanke und dann fernsehen. Gut.
So, als Schrauben habe ich Spackschrauben genommen, die 3,5 mm im Durchmesser sind und 35 mm lang. Meine Bretter sind 10 cm hoch in der Höhe, 18 mm in der Stärke. Das ist Tischlerplatte und ja, die hat man mir empfohlen von meinem Kollegen, der ist gelernter Schreiner und der hat gesagt, nimm Tischlerplatten und das passt. Und da gibt es noch den einen oder anderen YouTuber, kennt man ja, die haben auch immer mal tolle Tipps auf Lager. Und da sollte man auch immer mal zuhören, was die so in ihren Videos erzählen. Das ist meistens auch schon sehr interessant. Bis zum nächsten Mal, euer Sibi von Sibi Likes Trains. Bis dahin, ciao, ciao.